Kreuzzug und Auferstehung? Lässt einen ausgerotteten Charakter, das heißt sein Körper ist vernichtet, auferstehen, wenn rechtzeitig ausgesprochen. Je höher die Fähigkeit und der Rang in spiritueller Magie sind, desto länger kann der Charakter dieser Zustand für angehalten haben, bis nichts mehr geht. Okay, das ist das gleiche, aber bloß, dass man noch ausgerottete wiederbeleben kann. Und geteiltes Leben. Geteiltes Leben kombiniert die Lebenskraft deiner Charaktere und verteilt sie so gut wie möglich unter ihnen neu. Alle momentanen Trefferpunkte werden zusammengerechnet und ein extra Punkt pro Fähigkeitspunkt in spiritueller Magie wird dieser Summe addiert. Dann werden die Punkte zurück auf die Charaktere verteilt, wobei ein einzelner Charakter nicht mehr Punkte als seine maximalen Trefferpunkte haben kann. Das klingt echt gut und ich glaube, das kaufe ich. Und Tote auferwecken kaufe ich auch. Ich glaube, bis wir auferstehen lernen können. Oh Mensch, das ist ja schon voll jetzt. Ja, bis zur Auferstehung dauert es vielleicht noch ein bisschen. Ach, und was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, bevor ich es schon wieder vergesse. Ich gehe jetzt zur Gilde der Luftmagie. Luft. Die Magie des Fliegens. Und kaufe mir genau das. Und ich kann es mir nicht kaufen, weil ich kein Geld habe. Knarf. Also. Moment mal, hier hinten kann man doch Meister im Handeln werden. Achso, das kannst du aber noch lange nicht. Du hast noch 4 Fähigkeitspunkte. Da wir ja jetzt die Drachentürme gesichert haben, können wir jetzt auch fliegen sozusagen. Ohne dass wir abgeschossen werden von denen. Was kann ich für dich tun? So, ich möchte abheben. 1000 Goldstücke, vielen Dank. So, hier hinten bei den Obelisk ist die Luftgilde, genau. Luft, die Magie des Fliegens. So, jetzt gibt's hier bestimmt auch noch viele tolle andere Zaubersprüche oder auch nicht, nö. Ja. Yes. So, Feuermagie haben wir hier drüben. Feuer, die Magie der Zerstörung. Ja, da gibt's jetzt hier diese geilen Zaubersprüche natürlich. Verbrennen und Meteorregen. Aber dafür haben wir jetzt echt keine Kohle mehr. Vor allem kostet das Ding 15.000 normal. Alter. Gut, sei's drum. Dann würde ich sagen, machen wir uns schon mal hier bereit, denn wir werden jetzt in Windeseile, im wahrsten Sinne des Wortes, bei Ethric sein. Abgehoben, Ziel ausgemacht und Attacke. Fliege ich jetzt überhaupt in die richtige Richtung? Ja, stimmt. So, und bam. Wir sind da. Oh, hier ist mir nicht wohl. Huch. Okay. Ich denke mal, die Mitte wird das letzte sein. Also gehe ich erstmal in die Seitengänge. Und ein verwinkelter Gang. Und noch mehr verwinkelte Gänge. Und Skelette. Das ist ja mal was ganz Neues. Das ist ja mal erfrischend. So, ist hier was? Begräbnisstätte. Die Dämpfe lassen dir schlecht werden. Na toll. Oh, da lag was. Priesterumhang des Manas. Regeneriert Zauberpunkte mit der Zeit. Oh, sehr gut. Das ist natürlich wesentlich besser als das. Nein. Warte mal, das Geschwindigkeit ist ja Reaktion. Reaktion plus 9. Nee, dann verkaufen wir das hier. Oder eigentlich können wir den Intellekt... das Intellekt-Ding verkaufen. So. Weiter geht's. Oh Gott, das sieht aus wie Snake. Uiuiuiui. Gut, jetzt sollte ich vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Ach, und ich glaube, ich habe immer noch nicht Fluch entfernen, oder?
Natürlich nicht. Das wäre ja zu schön gewesen. So. Die Nische ist leer. Ich weiß nicht. Das kenne ich nicht. Aha. Tote auferwecken. Na, zum Glück haben wir es uns ja gekauft. So was Beklopptes. Aha. Diese Nische ist auch leer und hier ist ein Schalter. Obwohl ich das eher als Knopf sehen würde und nicht als Schalter. Ja, sei es drum. So, das Grab scheint ja jetzt doch gar nicht mal so groß gewesen zu sein. Also, wenn man bedenkt, dass ich jetzt schon mit dieser einen Hälfte fertig bin. Ach, das lässt nicht den Ausgewählten schlecht werden, das lässt einfach irgendjemanden schlecht werden. Ach, na toll. Ich hab gedacht, das geht nur einmal. Schön, dann sind jetzt alle krank. Und wir haben natürlich Krankheit heilen nicht. Was macht denn krank? Oh Gott. Das macht uns ja übelst schlecht. Ah, da hinten warten schon Geister auf uns. Okay, wenn das so ist, dann... Ach, jetzt ist da hinten die Tür auf. Wir sind schon in die richtige Richtung gegangen. So, bevor ich jetzt aber weiter mich mit meiner Krankheit rumzuschlagen habe, hole ich mir jetzt doch nochmal Geld ab, damit ich mir den Zauberspruch kaufen kann, Krankheit entfernen oder wie auch immer das heißt. Krankheit heilen, irgendwie so. Und dann kaufe ich mir noch Fluch entfernen. Was kann ich für dich tun? So, keine Ahnung, wie viel wird das kosten? Ich glaube, dass das reichen wird. So, das ist das vielleicht hier. Körper, die Magie der Heilung. Kraftheilung, geil, das würde ich mir auch sofort kaufen, aber ist auch so teuer. Kraftheilung, Krankheit heilen, jawoll. Da haben wir schon mal das erste. Okay. So, dann sprich das mal aus, Mädel. Sehr schön. Yes. So, und jetzt war da eine Gilde und da eine Gilde. Ich glaube, spirituell ist Fluch entfernen. Spirituelle Magie. Aber da war kein Fluch entfernen dabei, oder? Nein, scheiße. Okay, die Geistesgilde war hier, genau. Ein bisschen abgelegen. Geist, die Magie des Wissens. So. Obwohl hier ist Massenfurcht und sowas dabei. Vielleicht ist da doch Fluch entfernen mir dabei. Irrsinn heilen. Furcht verjagen. Nervenschock. Und Telekinese. Das klingt alles sehr gut, aber das, was ich will, ist da leider nicht dabei. Was kann ich für dich tun? Okay, dann ist das neue Ziel, sich einfach nicht verfluchen lassen. Wo war das jetzt? Da ist der Fluss, genau, da geht's lang. Begleitet von wunderschönen Gedankenklängen fliegen wir zum Grab des verrückten Lichs. So. Was war das? So, und da sind wir im zweiten Teil dieser Gruft. Und dürfen gegen noch mehr Skelette kämpfen. So. Natürlich. Die Nische ist leer und da haben wir auch nichts. So, das geht doch jetzt richtig gut. Wir haben gleich die Gegenmaßnahmen dabei. So. Oh, ein Handschuh. Das kenne ich nicht. So. Und nicht schlecht.
So, wir haben aber überall schon die besseren. Ja, und wenn, dann haben die so eine gute... Nein, halt der ist richtig schlecht. Obwohl Giftresistenz plus 11 ja jetzt auch nicht allzu schlecht ist. Was macht der, den ich hier gefunden habe? Intellekt, das bringt dir natürlich nichts. Nee, dann lassen wir das so. Oh, das war eine Menge. Oh, hier sind wieder so viel drin. Hilfe. Okay, obwohl der Hilferuf war natürlich ein bisschen übertrieben. So. Moment, erstmal Kopfhörer richten und weiter geht's. Aha. Natürlich nochmal Tote auferwecken. So, die Nische ist leer. Wieder ein Knöpfchen. Und die Nische ist leer. Kriegen wir eigentlich einen schlechten... Ja, gut. Das wollte ich nur wissen. Es ist nämlich meistens so, dass wenn man in Might & Magic Grabstätte ausplündert, man automatisch den Ruf abgezogen bekommt. Aber ich glaube, damit kann ich ganz gut leben. Was ist das denn? Hier sind Menschen aufgehängt. Und irgendjemand hat an sein Füßlein geknabbert. Natürlich stelle ich mich genau rein. Hä? Hä? Wie sinnlos war denn das jetzt? Och, komm schon. Und unsere Magie ist leer. Magie ist leer, also unsere Zaubersprüche sind aus. So klingt es vielleicht besser. So, und Segen. So, ich mache das nochmal ganz kurz überall drauf. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, vorbereitend, um eine Tür aufzumachen, bin ich grandios gestorben. Vielleicht wird es ja diesmal wieder so. Diesmal wäre mir es aber egal, da hätte ich nur 2000 Goldstücke zu verlieren. Das noch. Gut. So, das reicht jetzt. Nochmal Wunden heilen und Attacke. Ach, das waren die Geister, die ich gesehen habe. So, da unser Ruf ja jetzt eh schon am Arsch ist, können wir jetzt hier auch überall weiterschauen. Okay, der Feuerball fliegt rein. Natürlich. Das ist ein bisschen asozial. Ach Mann! Egal wo ich mich hinstelle, ich werde immer getroffen. Huch, hier ist gar niemand. Schlecht werden, die Nische ist leer. Müssen wir schlecht werden, natürlich. Aber das ist uns egal. Ui, ein Schild. Beutel der Stärke. Sinnlos. Und die Nische ist leer. Natürlich. So, ob ich hier schlafen kann? Kann ich. Genial. So, Fackellicht. Magisches Auge. Segen. Heldentum. Und zu guter Letzt noch den Glückstag. Weiter geht's. Natürlich, ich hätte mich schon gewundert, wenn ich mal nicht getroffen wäre. Könnte. Der Raum hier drüben ist leer, oder? Ja. Na komm. Okay, wenn hier die Skelette so links und rechts stehen, vielleicht ist dann der Nebenraum auch nicht leer. Na, schade, ich habe gedacht, ich erwische mit dem Feuerring ein bisschen mehr. Nee, hier stehen noch alle, genau. Hey! So. Die Nische ist leer.